Well, hallo ihr Lieben, ich starte heute mal mit dem letzten Rätsel von Legra Kechter Schiedel. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig mir gemerkt. Gar nicht so weit von dem Opferaltar in der letzten Folge. Oh Mist, den Namen verpasst. Okay, sieht aus wie eine kleine Kirche oder sowas. Nicht so flink, mein Hasenkind. Du darfst weiter keinen Schritt, teilst du die Losung mir nicht mit. Okay. So, tritt beiseite oder du bekommst meinen 20. Tritt beiseite, lass mich rein. Sonst könnte dies Grenzen dein letztes sein. Wärst weniger blass, mehr grün und auch blau. Das mag niemand, erst recht keine Frau. Oh Gott, du dichtest ja wie ich. Geh ruhig rein, die Losung brauchst du nicht. Fäuste Gewalt und eingetreten. Hier gibt es Spaß und gebrochene Knochen. Oh, Underground-Boxen oder so. Bist du bereit? Ich bin aber bereit. Sowas von... Wunderbar. Nun zu deinem Gegner. Vielleicht bringt dieser dich zu Fall. Man nennt ihn nicht umsonst den Wall. Edward aus Lincoln. Ja, ist tatsächlich Untergrundboxen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Der hat's aber nicht schlecht. Fein, fein. Zu sehen war mir eine Freude. Bittersüß wie das Ale, das ich niemals vergeude. Solltest du dich jemals nach Kämpfen verzehren, dann mach mir die Freude, hier wieder einzukehren. Okay. Das kann es auch noch nicht gewesen sein. Vermerkt eines PPP-Mitglieds. Ich liebe es hier, mit diesen Jungs herumzutoben, gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Dazu gehören, Freunde gefunden zu haben. Bringen wir aufeinander ein, bis uns die Birne pumpt? Ja, habe ich mittlerweile ja weniger Zähne als Finger? Ebenfalls ja. Doch jeder Kampf, so verschwitzt und blutig auch sein mag, endet immer auf nette Art. Man umarmt sich, klopft sich auf den Rücken, gibt sich einen Kopfschuss. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als hier. Und ne, meucheln wollen wir die nicht. Ah, wieder zurück, was? Lust auf mehr? Ich bin bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Du brauchst dich gar nicht sicher wähnen. Gegen diesen schnellen Dänen, Boller aus Kent. Hat man denn nie seine Ruhe? War schon wesentlich stabiler als der erste. Das war Runde 2. 100 Silber. Genau, weiter. Wieder zurück, was? Lust auf mehr? Aber klar. Ich bin bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Die Zeit ist reif, dein Kopf gleich dröhnt, wenn Silberzunge ihn verhöhnt. Nur ich verbleib, tu dir nicht weh. Hier ist der Held des PPP. Okay, freu mich.
Ist klar. Patrick, habe ich auch. Der war cool. Du weißt zwar nicht, wie ich den gemacht habe. Fand ich mich in solchem Gefecht. Ich spüre deine Schläge noch immer nicht schlecht. Du stehst, so ich's denn richtig sehe, an der Spitze des PPP. Ich fühle mich geehrt, glaube ich. Geh nun in die Welt hinaus, sprich nur voll Stolz von unserem Haus. Erinnere dich in jeder Pause, dank uns lebst du in Saus und Braus. Okay. Leb wohl. Fausttänzer und verschwitzte Schüre. Hat mir gefallen. Er schleppt sich schon wieder hoch. Niemand bleibt mehr übrig hier, der nicht bezwungen wird von dir. Gesiegt hast du, flinkes Reh. Bist der Stolz des PPP. Okay. Sehr schön, hat mir gefallen. Und jetzt gebe ich mir hier Schätze. Oh, hier gibt es auch noch einen Schatz, sehe ich gerade. Ach, da oben. In der Fall, ganz falsche Richtung schon wieder geguckt. Die Losung. Ich habe gelauscht und ich glaube, ich habe es verstanden. Wo bloße Faust blauäugig haust. Das muss die Losung sein, die man aufsagen muss, um in den PPP zu gelangen. Okay. Zu spät, hab die Losung nicht gebraucht. Aber falls dann jemand die Losung sucht, sie ist da oben. Mal, wo willst du denn hin, du doofer Gaul? Sieh, das Ziel kann nicht erreicht werden. Naja. Ich reite einfach mal hier lang. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, das Schiff zu rufen. Jetzt bin ich ja doch auf der falschen Seite. Naja, was halt. Eigentlich wollte ich vom Pferd vom Gaul runterspringen. Ins Wasser. Hat nicht hingehauen, aber schön, dass der Gaul da runterspringt. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen.
Okay, wir fangen mal da oben an. Das ist eh der von mir markierte Schatz. Ich glaube, das zählt nicht als Deckung. Na, komm schon. Ja, guck du doch im Zelt. Ein Moment. Das war aber ganz schön knapp mit dem anderen. Und hier sind sogar zwei drin. So, gibt's denn hier noch was zum Verstecken? Echt interessanterweise nicht ganz. Für den aber schon. Die sich einfach von den Schläuchen hingelegt. Was war das denn? Wir sollten die Augen offen halten. Okay, nicht ganz so wie geplant, aber immerhin. Oh, irgendjemand hat mich dann halt doch entdeckt. Wir sollten die Augen offen halten. Guck mal, ob ich dich von hinten überraschen kann. Ja. Oh, den kann ich gleich noch mit ausschalten. Perfekt. Interessanter Doppelsprung. So, hier haben wir einen Schatz liegen. Oder noch, hier soll ja irgendwo noch ein größer sein. Vorne. Ein Opa, yippie. Habe ich alle? Ich glaube eigentlich nicht. Doch, sieht leer geräumt aus. Dann Lekra kriegt Chirus fertig. So, jetzt möchte ich aber, bevor ich das wieder vergesse, mal zurück nach Raffenatop. In der letzten Folge habe ich ja ein Kloster überfallen. Mal schauen, gibt bestimmt irgendwas, was ich verbessern kann.
War schon lange nicht mehr zu Hause. Ja, ich weiß, falsche Tasten kommen wie schon wieder an. So, da oben kann ich was verbessern, wo kann ich noch was verbessern? Schauen wir mal hier bei dir. Okay. Also die Vorräte sind echt nicht das Problem, aber der andere Gramm. Und dann in den Getreidehof. Hier fehlt immer noch ein bisschen was bis zur vollen Stufe. Da hänge ich sozusagen echt hinterher. Da geht schon wieder ein neuer hin zum Ackern. Was kann man denn da mal hinstellen? Statue des schwarzen Raben hört sich gut an. Ja, sieht doch gut aus, finde ich. Gut. Dann war es das auch schon für heute und ich suche mir fürs nächste Mal eine neue Ecke, in der ich weitermachen kann. Bis dahin, bye bye.